verfehlt und die Ungarn spielen sich frei. In der vorletzten Spielminute stürmt Ungarn durch Hidekuti. Aber Morlock bremst ihn auf der Mittellinie. Eckel auf Kaiserslautern am Ball. Maria, die Verlesung ist beendet. Herr Senckenberg und Mademoiselle Delvaux wollen gehen. Entschuldige mich bitte. Aber er schießt an das kurze Außennetz. Es gibt Abschlag vom Tor der Ungarn. Vielleicht lässt der Schiedsrichter auch nachspielen, wegen der einen oder zwei Verletzungen, die passiert sind. Die Ungarn sind völlig aus dem Häuschen. Deutschland ist wieder im Ballbesitz. Rahn hat den Ball bekommen. Rahn spielt zu... Ist sie nicht gut? Doch, ich habe nur Kopfschmerzen. Puschkasch am Ball, im Mittelkreis, aber Eckes springt dazwischen, hat abgewehrt. Bitte vergiss nicht, ich habe dir alles geschenkt, das ganze Geld. Interessiert mich nicht. Ich habe auch alles geschenkt. Das ganze Leben. Hast du Feuer? Jetzt haben die Ungarn eine Chance. Spielen ab zum rechten Flügel. Schieber, jetzt ein Schuss. Gehalten von Doni, gehalten. Und Puschkasch, der Major. Der großartige Fußballspieler aus Budapest. Er hämmert die Fäuste auf den Boden, als sollte er sagen, ist denn das nicht dieser Sieg? Frau Braun! Frau Braun! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.